Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 560. Ich bin Tobi. Ich lese euch heute Goethe vor aus der italienischen Reise, ein Stück ganz am Ende. Davor gibt's den Rilke der Woche. Davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken. Da geht's heute natürlich weiter mit der UK-Reise in Cornwall. Ich habe eine sehr nette E-Mail bekommen, wo mir erklärt worden ist, dass Cornwall eigentlich Wall ausgesprochen wird und nicht Will. Gucken, ob ich das hinkriege. Vielen Dank an dieser Stelle für diese E-Mail. Und davor gibt's den Haltungsblog, wo es heute um die Grünen geht. Und davor aber auch noch ein Werbeblog. Als erstes also der Werbeblog. Ich mache natürlich nur Werbung für mich selbst. Und zwar stehen jetzt alle Rahmenbedingungen für die Tournee meiner Band Tobian mit Special Guest, Star-Schlagzeuger Tobi Glaser kommt aus Basel angereist, um mit uns auf Tournee zu gehen. Und wir spielen am 18. Oktober 2024 in Ochtmannsbruch. Das ist direkt an der A1 bei Hollenstedt. Also wenn man von Hamburg auf der A1 Richtung Bremen fährt, gleich die erste Ausfahrt hinter dem Buchholzer Dreieck ist dann Hollenstedt. Da fährt man runter und dann ist man sofort in Ochtmannsbruch. Und da gibt's den Wilkenshof und da finden Dielenkonzerte statt. Und wir spielen ein Dielenkonzert, veranstaltet von Bridge Gigs. Vorgruppe ist Paolo Polvo. Ich weiß gar nicht, wer Vorgruppe und wer Hauptact ist. Ich glaube, er ist ziemlich gut, aber wir brauchen es nicht zu verstecken. So, das wird total nett. Der spielt halt Gitarre und singt so Singer-Songwriter-mäßig. Hört euch das gerne auf Instagram an. Und ja, es gibt Karten zu kaufen unter mic.fm/2024gig. Das ist Singular, weil ist der einzige, wo man Karten im Vorverkauf kaufen kann dieses Jahr. Es ist ein richtiges Konzert mit Karten kaufen, mit Einlasskontrolle, mit wo man hinkommt, um uns zuzuhören. Das ist das erste Mal seit 10 Jahren, dass wir das machen und das ist richtig cool. Ich freue mich drauf. Vorverkauf kostet 17,50 Euro plus Vorverkaufsgebühr, ist man also irgendwie bei 19 Euro irgendwas. Abendkasse 20 Euro, aber es kann wirklich gut sein, dass es ausverkauft sind. 70 Leute passen rein in den Saal und der Vorverkauf läuft schon ganz gut. Gerade ein Update bekommen, wie viele Karten schon verkauft sind. Das sind mehr als üblich. Also es wird richtig cool. mic.fm/2024gig, also M-I-K Martha Ida Konrad Punkt Friedrich Martha oder Freddie Mercury, / 2024GIG. Gregor, Ida Gregor? Ich habe keine Ahnung, wie man das korrekt abkürzt, aber mic.fm/2024GIG. Das ist der 18. Oktober. Ab 18 Uhr ist Einlass, 19 Uhr geht's los. Und es wird richtig cool mit Vorgruppe, mit Star-Schlagzeuger extra dazugereist. Der heißt auch Tobi, genau wie ich. Und ja, das, da freue ich mich drauf. Das wird richtig gut. Da kommen natürlich viele, das ist hier bei mir in der Nähe, ne? Und tatsächlich die Ulrike, der Hof gehört, mit der habe ich Abi gemacht. Das ist die Schwibcousine von meiner Frau. Und mein Bruder war früher sogar mal mit ihr zusammen. Also wir haben irgendwie ganz viele Verbindungen. Sind ganz gut befreundet und deswegen freue ich mich, dass es da stattfindet. Die Veranstalterin Anne von Bridge Gigs, mit der war ich auch zusammen auf der Schule, ist also durchaus alles irgendwie sehr familiär und freundschaftlich. Der Hof ist aber tatsächlich eine Reise wert. Es gibt auch ein Hofcafé, man kann da frisches Biogemüse kaufen und auch Biofleisch. Die haben ganz tolle Galloway-Rinder, die sie sehr, wie sagt man, tierlieb aufziehen. Natürlich werden sie am Ende geschlachtet. Es geht um Landwirtschaft. Das ist was anderes als so Massentierhaltung und Massenschlachtung und sowas. Das ist wirklich schon, wenn man Fleisch isst, kann man das guten Gewissens dort kaufen. Gemüse kann man auf jeden Fall guten Gewissens dort kaufen. Und der Hof ist einfach auch sehr schön. Also es ist ein sehr, sehr schöner Bauernhof und die Diele, in der das Konzert stattfindet, war früher, glaube ich, der Kuhstall. Das ist ein sehr, sehr schöner Raum. Also es wird fantastisch. Ich glaube, das ist dem Geburtstag, meinem 50. und dem Einschlafen-Podcast 14. Geburtstag, sehr angemessen. So am 19.10. gibt es dann gleich noch das nächste Konzert. Und das ist im Wildwuchs-Schankraum. Also ganz klein, ganz kuschelig.
Es gibt dort keinen Kartenvorverkauf, aber ihr solltet euch einen Tisch reservieren. Schreibt eine E-Mail an moin@wildwuchs-brauwerk.de oder com? Nee, de. Wildwuchs-Brauwerk, die buchstabiere ich jetzt nicht durch. Googelt sonst einfach Wildwuchsbrauerei, findet ihr. Da seht ihr auch gleich auf der Startseite den wunderschönen Schankraum mit Obstkisten als Regal an der Wand und Fiete, der Bier ausschenkt. Fiete ist der Braumeister. Und das ist einfach auch sehr gemütlich, familiär, würde ich auch schon fast sagen, weil wir da schon öfter mal gespielt haben. Das ist allerdings dann nicht so das Konzert zum Zuhören, sondern eher so Kneipenatmosphäre. Und auch sehr klein. Also da solltet ihr wirklich jetzt eine E-Mail schicken und einen Platz reservieren. Sonst kann es sein, dass ihr dort nicht reinkommt. Das wäre natürlich schade, wenn ihr da reinkommt. Was es dort dann auch gibt, ist das Einschlafen Bier. Und das ist ja auch ein langer Traum von mir gewesen. Ich hatte da mal eine Episode zu aufgenommen zum Thema Bier und bin währenddessen auf die Idee gekommen, dass es ein gutes Merchandise-Produkt wäre. Und jetzt zum 14. Geburtstag gibt es das tatsächlich. Dazu nehme ich aber mir in der nächsten Episode eine Pause. Und zwar müsste es ja in der nächsten Episode eigentlich um Oxford gehen, weil ich davon ausgehe, dass ich da heute nicht ganz durchkomme durch die UK-Reise. Und dann kommt ja auch noch New York. Also ich habe Reiseberichte ohne Ende. Aber in der nächsten Episode muss es dann einmal um Bier gehen, damit ich euch ganz genau erklären kann, wie es dazu kam. Das könnt ihr kaufen. Vermutlich auch in Ochmannsbruch, das weiß ich noch nicht ganz genau, aber ganz bestimmt im Wildwuchs am 19.10. Da ist dann die eigentliche Bier-Release-Party. Und falls ihr dort nicht hinkommen könnt, dann auch online. Es gab noch ein bisschen Schwierigkeiten, weil das Bier natürlich nicht einschlafen heißen darf. Also die Idee war, gut einschlafen und leichter einschlafen als Namen für die Biere. Das geht natürlich nicht, das wäre ein False Health Claim. Das erkläre ich dann auch in der nächsten Episode nochmal, was es damit auf sich hat. Also das kommt auch noch. Wichtig ist jetzt erstmal, kauft euch Tickets für Ochmannsbruch, meldet euch an für Wildwuchs, wenn ihr lieber dahin kommen wollt. Ich hoffe, beides wird rappelvoll und beides wird ein rauschendes Fest. Ich freue mich mega drauf, euch dort zu sehen. Einige von euch haben mir auch schon geschrieben, dass sie sich eine Karte gekauft haben. Freut mich sehr. Und ja, wird auch so ein bisschen Hörerfest, glaube ich. Hörertreffen, Hörerfest und ihr habt natürlich alle die Möglichkeit, mir Hallo zu sagen, mir zum 50. Geburtstag zu gratulieren. Ich brauche keine Geschenke. Mein größtes Geschenk ist, wenn ihr dorthin kommt. Da freue ich mich einfach mega, wenn das ein rauschendes Fest wird. Genau, so viel zum Werbeblock. Kommen wir zum Haltungsblock. Da soll es heute um die Grünen gehen. Ich habe ganz viel über andere Parteien, über böse Parteien gesprochen, die ihr nicht wählen solltet. Heute spreche ich über die Grünen, was meine Haltung zu denen ist. Denn wie ihr alle wisst, bin ich bei den Grünen ausgetreten. Und damit bin ich jetzt nicht mehr allein. Gestern und vorgestern kamen die Nachrichten, ich glaube vorgestern war es eigentlich, dass der grüne Vorstand komplett zurücktritt. Also die beiden Vorsitzenden und auch der Vorstand insgesamt stellen sich nicht zur Wiederwahl und im November wird ein neuer Grünen-Vorsitz gewählt. Und am Abend kam dann auch die Meldung, dass auch die grüne Jugendorganisation den gesamten Vorstand verliert. Und die haben dazu noch gesagt, anders als der grünen Parteivorsitz, dass sie auch aus der Partei austreten wollen. Ja, da ist es doch mal Zeit, auch hier im Haltungsblock über die Grünen zu sprechen. Ich nehme es gleich vorweg. Ich halte die Grünen immer noch für die sinnvollste Partei auf Bundesebene und auch auf Landesebene in den meisten Bundesländern. Werde sie weiterhin unterstützen und auch wählen. Aber natürlich gibt es Probleme und Herausforderungen. Und die Probleme sind, glaube ich, relativ klar. Das größte Problem der Grünen ist, dass anders als vor 5 Jahren, als die Grünen bei den Europawahlen massiv gewonnen haben, sich auf einmal in der Position sahen, dass sie eine Kanzlerkandidatin aufstellen mussten, damals mit Annalena Baerbock. Das gab es halt vorher nie und Grüne waren halt so präsent und so erfolgreich wie nie zuvor. Und der Grund dafür war vermutlich, dass Fridays for Future da auch gerade eine Hochphase hatte. Das Thema Klima war in aller Munde. Und es war sehr, sehr vielen Menschen sehr bewusst, dass dort was getan werden muss. Ja, und das ist jetzt halt nicht mehr so.
Also es hat sich wenig geändert. Wir sind zwar auf einem guten Weg, was die Transformation angeht, dass wir uns irgendwie CO2-neutraler die Energie beschaffen und vieles ist auf einem guten Weg. Ich glaube, man kann tatsächlich von Hoffnung sprechen, nicht, dass wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen. Das ist sehr illusorisch, leider, obwohl es immer noch anstrebenswert wäre. Aber also es passieren halt viele gute Dinge. Solarausbau geht voran, Windkraft geht voran, die Industrie erkennt diese Trends. Die wünschen sich natürlich noch klarere Rahmenbedingungen, aber ja, so. Und deswegen ist das zwar auf einem guten Weg, aber noch lange nicht fertig. So, und die Herausforderung, die Klimakatastrophe abzuwenden, ist immer noch riesengroß und wir müssen immer noch massiv darin investieren und wir müssen auch aufpassen, dass diese Investition eben auch sozial gerecht wird, sodass nicht nur die reichen Menschen sich die Transformation leisten können, sodass nicht nur reiche Menschen sich Elektroautos und eine Wärmepumpe leisten können, sondern eben alle. Und dafür waren die Grünen angetreten zur Bundestagswahl, sind leider nicht Erster geworden und konnten dann die Bundeskanzlerin stellen, sondern sind jetzt in einer Koalition mit SPD und der FDP. Und da fing das Problem halt schon an, weil die FDP halt ein ganz anderes Bild auf die Gesellschaft hat als die Grünen und auch die SPD. Es gab vor der Wahl Steuersystemideen, die auch sehr intensiv verglichen worden sind. SPD, Grüne und auch die Linken hatten Ideen für das Steuersystem, wo die reichen Menschen etwas stärker belastet werden sollten. Und mit reich war da gemeint, alle, die mehr als 150.000 Euro im Jahr verdienen. So, das sind nicht so viele Menschen. Und alle, die weniger als 150.000 Euro im Jahr verdienen, also als Bruttojahreseinkommen, 150.000, das ist schon echt ordentlich, die werden halt besser gestellt worden. Also Steuersenkungen für die in Anführungsstrichen ärmeren Menschen, aber auch jemand, der 120.000 Euro im Jahr verdient, ist, glaube ich, nicht wirklich arm. Also ist schwer, mit 120.000 Euro im Jahr arm zu sein. Natürlich kann das auch passieren, wenn man sehr hohe Ausgaben hat, die man nicht reduzieren kann. Aber die Armutsgrenze ist ja mal deutlich niedriger. So, auch die 120.000 Euro Verdiener werden noch besser gestellt und die 60.000 Euro im Jahr Verdiener natürlich noch besser und die 30.000 Euro im Jahr Verdiener, also das sind dann ja eher dann Geringverdiener, die hätten halt massive Vorteile bekommen durch die Steuerideen von Grünen und SPD und eben auch den Linken. Nur die FDP spielt da natürlich nicht mit. Also alles, was Steuererhöhung bedeutet. Und wenn man natürlich sagt, man möchte die Reichen etwas stärker belasten, dann ist das eine Steuererhöhung. Und da machen die halt nicht mit. Deswegen ist diese soziale Komponente der Grünen und der SPD halt in der Koalition deutlich zurückgekommen. Die FDP weigert sich da mit Händen und Füßen dagegen, etwas gegen Armut zu tun. Kinderarmut, wird halt hingenommen dafür, dass der neoliberalistische Turbokapitalismus der Grünen, der Grünen, sag ich, der FDP, da zum Tragen kommt, aber die Kindergrundsicherung geht halt einfach nicht. Da wird halt blockiert, soweit es nur geht. Und das ist ganz schade. Auch sowas wie das Klimageld, was ja bedeuten würde, CO2-Ausstoß wird teuer gemacht durch die CO2-Steuer. Und wer viel CO2 ausstößt, muss halt dann mehr bezahlen. Und das Geld, was darüber eingenommen wird, sollte dann umverteilt werden an alle gleich. Also nicht jemand, der viel einzahlt, kriegt auch viel wieder raus, sondern alle kriegen gleich was raus. Das heißt, Menschen, die weniger CO2 ausstoßen, und das sind auch wieder im Wesentlichen die Ärmeren, weil sie halt die kleineren Autos fahren oder gar nicht und auch keinen Pool haben, den sie beheizen müssen und auch kleinere Häuser, die sie mit weniger Energie beheizen können. Ja, die hätten davon halt was. Also die würden auch netto mehr Geld haben, wenn wir so einen Klimageld-Umverteilungsmechanismus hätten. Den haben wir auch nicht bekommen, obwohl der im Dings steht, im Koalitionsvertrag. Und das ist natürlich zum Teil FDP, können wir ja nicht machen, ist ja Klima, ist ja Steuererhöhung, bla bla bla.
Und das Bundesfinanzministerium, das ja auch FDP geführt ist, hat auch seinen Teil dazu beigetragen, weil die es einfach nicht hinkriegen, Geld an Menschen auszuzahlen. Die können halt Geld einsammeln über Steuern, aber auszahlen an alle gleich ist halt schwierig, gibt es keinen Mechanismus für. Weiß ich nicht, kann ich nicht genauer erklären. Allerdings hat auch haben auch die Grünen, insbesondere Robert Habeck, dazu beigetragen, indem halt das Geld, was jetzt reinkommt, über die CO2-Steuer in andere Dinge investiert wird. Das sind dann auch sinnvolle Dinge, auch Klimatransformation in der Wirtschaft und so, aber eben nicht das Klimageld, was halt sozial gerecht wäre, sondern eher die Wirtschaftsunterstützung, die natürlich auch wichtig ist. Aber da hat, glaube ich, Robert Habeck oder die Grünen in der Bundesregierung auch nicht genügend Druck gemacht. So, und das führt natürlich insgesamt zu einer großen Enttäuschung der grünen Wählerschaft, dass zwar, was die Klimatransformation angeht, so ein bisschen Fortschritte gemacht werden, aber eben nicht sozial ausgeglichen, nicht sozial ausgeglichen genug. Das ist so der größte Kritikpunkt der grünen Jugend, wo der Vorstand dann jetzt irgendwie komplett zurückgetreten und ausgetreten ist. Aber auch in der Bevölkerung. So, und gleichzeitig hat aber dieses Thema Klimatransformation, Abwendung der Klimakatastrophe in der Öffentlichkeit Traktion verloren. Also Fridays for Future ist nicht mehr so groß in den Medien. Die Klimakatastrophen, also die Wetterkatastrophen, die gerade stattfinden, Starkregenereignisse, Dürre und so weiter und so fort, die passieren natürlich noch, haben wir jetzt auch gerade wieder sehr, sehr schlimm gehabt mit vielen Toten. Trotzdem wird das nicht mit der Klimakatastrophe in Verbindung gebracht. Also wenn dann in der Tagesschau darüber berichtet wird, wird eben nicht gesagt, dass Auslöser für diese Wetterkatastrophen eben auch die Klimakatastrophe ist. Und das ist aber so. Und die Klimakatastrophe ist immer noch real, ist immer noch ein Problem. Sie spielt nur in den Medien und damit in der öffentlichen Debatte keine Rolle mehr. Stattdessen spielt ausschließlich die Migration eine Rolle. Und das finde ich katastrophal, weil wir natürlich Probleme haben mit Migration. Wir sind schlecht aufgestellt, Menschen, die nach Europa flüchten, gut zu verteilen. Das Dublin-Abkommen finde ich furchtbar. Da müsste dran gearbeitet werden. Wir sind auch nicht gut damit, das innerhalb von Deutschland gut aufzuteilen. Wo brauchen wir eigentlich Menschen? Wo können wir gut Menschen aufnehmen? Und dann kommt es eben dazu, dass einzelne Kommunen überlastet sind, mit der Aufnahme von Flüchtlingen nicht klarkommen, dass wir Wohnungsnotsituationen haben, weil wir es auch nicht geschafft haben, genügend neue Wohnungen zu bauen. Das war ein großer Punkt der SPD, dass sie irgendwie ganz viele neue Wohnungen bauen wollten, haben sie nicht geschafft. Stattdessen ist es jetzt halt so, dass der Wohnungsmarkt halt immer teurer wird und dann die Ärmeren jetzt halt mit Flüchtlingen konkurrieren auf der Wohnungssuche sozusagen. Und das ist natürlich ein soziales Problem, was wir vielleicht nicht hätten, wenn wir andere Probleme mal in Gang nehmen. So, und ohne die Probleme, die mit Migration einhergehen, kleinreden zu wollen, haben wir noch einen ganzen Schwung anderer Probleme, die in meinen Augen immer noch viel größer sind. Also wie vermeiden wir die Klimakatastrophe so gut wie möglich? Wie kriegen wir es hin, dass die Schere zwischen Arm und Reich nicht so weit auseinander geht? Wie kriegen wir es hin, dass allen Kindern ein Leben ohne Armut ermöglicht wird, dass die Chancengleichheit erhöht wird? Wie kriegen wir es hin, dass die Leute nicht irgendwie die Hälfte ihres Einkommens für Miete ausgeben müssen? Also Wohnen ist irgendwie ein Problem und wir haben irgendwie ganz, ganz viele Probleme. So. Aber irgendwie geht es im Moment ausschließlich um Migration. Das kann man machen, um Ausländer schneller abzuschieben und so einen Scheiß. Das ist nicht das Problem. Also natürlich gibt es da Probleme, aber das ist halt nicht das größte und vor allem nicht das einzige Problem. Und das nervt mich massiv, dass weder die Öffentlichkeitsarbeit in den Medien, nicht mal die öffentlich-rechtlichen, schon gar nicht natürlich so Zeitschriften wie oder Zeitungen wie oder Printerzeugnisse, sag ich mal lieber wie die Bild oder andere rechtspopulistische Schreiberlinge, da wird halt nur noch über Migration geschrieben. So. Und das ist natürlich irgendwie, die AfD macht irgendwie führt alles darauf zurück und sagt, wenn wir nur genug abschieben, dann kriegen wir alle Probleme gelöst. Gibt Leute in den neuen Bundesländern, wir hatten ja gerade Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Nee, Sachsen-Anhalt, nee, Sachsen.
So, Sachsen-Anhalt. So, und da hat die AfD stark dazu gewonnen. Und viele Menschen, die die AfD gewählt haben, sagen natürlich ja, Ausländer raus, aber auch die ärmeren Leute sollen mal wieder mehr Geld kriegen. Leider strebt das die AfD ja gar nicht an. Sie sind ja noch neoliberaler als die FDP und wollen eigentlich nur Steuersenkungen für die Reichen. Und das hilft halt den Armen nicht unbedingt. Weiß halt keiner, spricht niemand drüber, weil die auf irgendwelchen Reden irgendwas behaupten, was dann aber in den Wahlprogrammen passiert und was in der Politik passiert. Da schaut man nicht mehr hin, weil man schaut ja vor allem darauf, was denn eigentlich mit der Migration ist. Und das schadet natürlich den Grünen, weil deren Thema, also weder Klimakatastrophe noch sozialer Ausgleich irgendwie behandelt wird. Einen sozialen Ausgleich haben sie auch nicht mal irgendwie geschafft, in der Bundesregierung irgendwie zu erreichen. Und das ist halt sehr traurig. So kann man sich das erklären, wem man da jetzt irgendwie die Schuld dran gibt, weiß ich nicht. Ich glaube, allein schon durch meine 10 Minuten Schwafelei, oh nein, ich bin schon bei 13 Minuten, ist klar geworden, es ist sehr multifaktoriell. Also es gibt ganz viele Gründe, warum die politische Lage in Deutschland so ist, wie sie ist. Dass ich das schlecht finde, ist klar. Ich glaube, sehr, sehr viele Leute finden schlecht, dass in Brandenburg jetzt die Grünen nur noch bei 4,1% gelandet sind, damit aus dem Landtag rausgeflogen sind. Wenn sie 1% mehr hätten, wären sie drin und die AfD hätte keine Sperrminorität. Also dadurch, dass die Grünen da jetzt rausgeflogen sind aus dem Landtag, hat die AfD mehr als ein Drittel der Sitze und kann halt die Berufung von neuen Verfassungsrichtern so lange blockieren, bis denen da irgendwie genügend für angeboten worden ist. Das ist ja in Thüringen auch so, dass sie da eine Sperrminorität haben. Und das ist nicht gut. So, das wird zu großen Problemen führen in diesen Bundesländern. Und teilweise ist der Erfolg der AfD dann eben auch auf die miserablen Werte der Grünen zurückzuführen. Und das ist natürlich dann ja, der Kampf von CDU und FDP gegen die Grünen ist ja irgendwie intensiver und härter geführt als gegen die AfD. So nehme ich das zumindest wahr, vielleicht weil ich eben Grünen-Sympathisant bin, aber in den Medien sieht das so aus und die CDU hat ja auch mehrfach gesagt, die Grünen sind der Hauptgegner. Und das führt halt dazu, dass die AfD jetzt Sperrminoritäten in ostdeutschen Bundesländern hat. Katastrophal. So, wie kann es weitergehen? Die Grünen brauchen eine neue Parteispitze. Vielleicht findet man da jemanden, der Kampagnen gut kann und die Themen in Deutschland auch wieder besser besetzen kann. Also, dass es halt nicht mehr nur um Migration geht, sondern eben auch um weitere wichtige, vielleicht wichtigere Probleme. Und das wäre natürlich zu wünschen. So, und dann muss es natürlich auch in der Politik die Richtung geben, dass man irgendwie davon wegkommt, jetzt irgendwelche neuen Migrationsabkommen abzuschließen, sondern dass es eben darum geht, die echten Probleme in Deutschland anzugehen. Und ich glaube, das geht einfach nicht mit so einer Partei wie der FDP. Tut mir total leid. Die FDP war früher eine richtig tolle, staatstragende Partei, ist jetzt aber doch irgendwie doch sehr arg runtergedampft auf Schuldenbremse muss eingehalten werden, Steuern dürfen nicht erhöht werden, was am Ende dazu führt, dass das Land kaputt gespart wird. Und ja, nur einige wenige Reiche sich ihre Freunde sichern. Sehr schade. Gut. Oder aber, man muss eben mal gucken, was denn der jetzt ehemalige Vorstand der Grünen Jugend so macht. Ob die wirklich eine neue Bewegung gründen oder ob die sich vielleicht mal Volt anschauen und den Laden übernehmen. Keine Ahnung. Vielleicht ist es durch mit den Grünen. Also vielleicht brauchen wir eine neue Kraft, die diese Themen besetzt. Also Klimagerechtigkeit als Grundlage allen Handelns und dann eben eine sozial ausgerichtete Politik, die Armut bekämpft, die Chancengleichheit anstrebt, die Wohnungsnot bekämpft. Und also die Umverteilung von unten nach oben, die jetzt die letzten 30 Jahre am wichtigsten war, dann mal wieder umzukehren. Das fände ich toll. So. Und das Ganze halt bitte auch grundgesetzkonform, antifaschistisch und nicht populistisch.
Ja. Wäre ich gespannt, ob sowas kommt. Aber bis sowas kommt und eine ernsthafte Alternative ist, werde ich halt weiter die Grünen unterstützen. So, jetzt aber Schluss mit Werbung. Schluss mit Werbung und Haltung. Jetzt kommt Entspannung pur. Ihr dürft euch freuen auf zwei extrem entspannte Tage in Cornwall. Also nichts mit aufregenden Klettern, sondern einfach nur genießen. Denn am Montag, wir sind mittlerweile am Montag angekommen, das ist der 20, 21, 22.7. 24 gewesen. Wunderbares Wetter. Und der Tag stand unter dem Thema Lost. Denn wir wollten was Entspanntes tun, nichts Großes, einfach nur eine Sache uns vornehmen. Und haben nicht damit gerechnet, wie groß das schon wieder ist. Denn wir wollten einen Garten besichtigen. Meine Mutter hatte mir das schon gesagt und viele haben gesagt, oh, wenn du nach Cornwall fährst, dann musst du unbedingt einen von diesen Gärten, also es gibt da ganz große botanische Gärten, die dort angelegt sind. Und nach ein wenig Recherche und nachdem ich dann wusste, wo wir überhaupt wohnen, dachten wir, okay, wir fahren zu den Lost Gardens of Heligan. Heligan ist, glaube ich, ich habe ja das eine Broschüre noch, die Geschichte der Heligans, das ist halt eine Familie mit einem Gutshof. Ach nee. Familie Tremaine, 18. bis 19. Jahrhundert und irgendwie blühende Gemeinschaft. Also eine sehr reiche Familie mit einem sehr großen Gutshof. Und der Erbe, der dann irgendwann das Herrenhaus vermietet hat, hat dann irgendwann diesen riesigen Garten entdeckt. Und dann kam es zur größten Gartenrestaurierung Europas. Und es wurden halt die Lost Gardens of Heligan angelegt, restauriert, teilweise kultiviert, teilweise aber eben dann auch nicht. Und das ist unfassbar gewesen. Also wir sind dahin gefahren, Sky ist zu Hause geblieben, der hatte keine Lust, so Garten angucken. Nö, ich mache irgendwie einen Tag, einen Gammeltag. Alles okay. Und wir sind dahin gefahren, ohne so richtig zu wissen, wie groß das Ding eigentlich ist. Wir waren dann auch erst mittags oder so da. Ich guck mal irgendwann, mein erstes Foto ist. Es gibt natürlich wieder ein Fotoalbum, das wieder geteilt ist. Den Link findet ihr auf micfm/ep560. Also martha-eder-konrad.freddie-mercury/EP, Erich, Einschlafen-Podcast eigentlich, EP Einschlafen-Podcast 560, also die Episodennummer. Und das erste Bild ist von, da steht's, 22. Juli, 12:22 Uhr, also mittags sind wir erst rein. Und es war wunderbares Wetter, nicht zu heiß, aber sonnig und alles entspannt. Erst am späteren Nachmittag hat es ein bisschen genieselt, aber auch nicht wirklich. Und das war alles super. So, und der Garten ist in mehrere Bereiche aufgeteilt. Also am Eingangsbereich gibt's so ein bisschen kultivierten Garten mit Flora Screen und so einer, also eine extra Karte, wo man dann sieht, G1 ist dann The Kitchen Garden, also Küchenkräuter und Gemüse wird dann da kultiviert. Und ja, da ist halt irgendwie so ein bisschen was angelegt und auch Gewächshäuser, Melonen, Pineapple Pit. Es gibt ein Haus, wo halt dann Ananas drin gezüchtet wird und so. Und das wird übrigens auch alles für die lokale. Also in den Gärten gibt es dann auch Gastronomie und da gibt es dann im Wesentlichen auch Dinge, die dort gewachsen sind. Das finde ich auch irgendwie ziemlich schick. Genau. So, wir können mal bei den Fotos reinschauen. Dann kann ich so ein bisschen vielleicht mit den Fotos unseren Weg durch diese Gärten beschreiben. Das erste Foto, die haben so ein paar Skulpturen angelegt. Also es ist eigentlich nur ein Hügel, wo sie aber irgendwie oben so ein längeres Gras draufstehen haben. Unten ein paar, also zwei große Augen. Das sind so ja, Steinplatten mit weiß und blauer Iris sozusagen. Und es sieht so ein bisschen aus wie eine Nase. Also es sieht so aus, am Kopf irgendwie da so rausguckt.
Und von diesen Skulpturen haben sie ein paar in einem ganzen Park versteckt. Da kommt auch gleich noch mehr von. Genau, da geht's rein und ich habe gleich gemerkt, oh, hier brauche ich gar nicht meinen. Also wir hatten beide Kameras mit. Die ZF mit dem 40 mm Objektiv hatte Mareile in der Hand und ich hatte die Z8 zuerst mit dem 24-120, also mit dem Zoom-Objektiv, und habe dann aber relativ früh gewechselt auf das 105er, also ein Makroobjektiv. Das heißt, die meisten Fotos, die ihr seht, sind ja, Makroaufnahmen von mir, also Blüten. So. Natürlich schwierig dann zu erkennen, wo das eigentlich her ist. Aber da war ich sehr glücklich, dass ich mein 105 mm Makroobjektiv, also ein bisschen Tele, also dass man nah rankommt. Aber es gibt wenig so Übersichtsfotos. Ja, egal. Also, Blumen. Und gleich am Anfang gab es auch so eine Ecke, wo so ein bisschen Wald war, ein bisschen verträumt, verwunschen sah das dann irgendwie aus. Da gab es dann auch so Skulpturen, die so ein bisschen aussehen wie aus der Frühzeit oder so. Keine Ahnung, wie alt das wirklich war, was wir da gesehen haben. Aber im Wesentlichen Blüten, verschollene kleine Hüttchen und so. Und das war aber sehr gut gepflegt. Mareile hat eine Serie gemacht, wenn ihr mal irgendwie die erste Hütte anguckt. Da hatte ich mich drin versteckt und im zweiten Bild gucke ich da so raus. Zieh die Mundwinkel runter, als sei ich gerade irgendwie erbost, dass jemand mich entdeckt hat. Und dann aber grinse ich doch und freue mich, dass meine Tochter mich entdeckt hat. Genau, Moos habe ich fotografiert und Mareile hat mich fotografiert, wie ich da zwischen moosigen Steinen längs laufe. So, und das war noch quasi am Anfang. Oh, hier habe ich so einen gerade aufgehenden Farn fotografiert. Und das sieht so ganz filigran aus mit den kleinen weißen Äderchen. Lauter Blumen, von denen ich die Namen nicht kenne. Am Anfang habe ich noch nach Insekten gesucht. Irgendwann waren mir schon fast zu viele Insekten. Also ich habe hier so eine Hummel, die auf einer Blüte sitzt. Später wurde es irgendwie relativ schwierig, keine Insekten, also Blüten ohne Insekten zu finden, weil da wirklich alles brummt und summt. Es gibt auch in dem Fotoalbum übrigens weiter hinten ein Foto von einer Spinne, die auf einer Rose sitzt. Also wenn ihr eine Arachnophobie habt, seid bitte vorsichtig mit den Rosenfotos oder macht das Fotoalbum einfach gleich zu. Genau, also das war so ein Durchschlendern, durch Mäandern, durch diese Gärten und irgendwie so eine Entdeckungs Reise, wo wir einfach auf Blüten gestoßen sind, wie ich sie lange nicht gesehen habe. Das Bild TZ8 1168 von 12:50 Uhr zum Beispiel zeigt etwas. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber es sieht wunderschön aus. Das ist so ein grüner Stängel, wo obendrauf dann die Blüte sich aus mehreren Blüten quasi zusammensetzt und jede einzelne Blüte ist quasi so eine Schale, wo innen drin ein Stern ist. Und es sieht einfach total abgefahren aus, wie so eine Raumstation in hübsch. Und, ah, weiß es nicht, direkt danach kommt eine Rose. Ach so, das ist sogar die Rose mit der Spinne. Man sieht auch schon die Spinne. Es gibt aber noch ein weiteres Bild, wo die Spinne ein bisschen größer ist. Habe ich erst später entdeckt. Eine Seerose gibt's. Dann gab es Mohn. Oh, wir haben einen Mohn entdeckt. Genau, hinter der Seerose das Foto. TZ8 1172, da ist so ein ganz dunkelroter, aber glatter Mohn drauf abgebildet. Und dann haben wir tatsächlich danach lange gesucht in den Läden, die dann auch zu dem Garten, Lost Garden auf Heiligen gibt es natürlich auch einen Souvenirladen. Und wir haben keine Saat von diesem Mohn gefunden. Die war gerade ausverkauft, weil sie anscheinend sehr beliebt ist. Und wir haben auch sonst nirgendwo Saat von diesem Mohn gefunden. Also wenn ihr irgendwie an Saatgut rankommt von einem Mohn, der sehr, sehr dunkel, also fast schwarz ist, so wie auf diesem Bild, das wäre ein richtig tolles Geburtstagsgeschenk für mich, falls ihr noch was sucht. Genau. Felder von Blüten in irgendwie dunkel blau oder lila, pink und weiß. Das ist einfach, es war wunderschön und man konnte sich einfach nur aufhalten und gucken. Und ich habe natürlich auch viel fotografiert. Ich habe auch einfach viel geguckt und mir Blüten angeguckt und Kornblumen. Ja, ich liebe Kornblumen. Genau, auch sogar die Gewächshäuser waren einfach sehr, sehr schön angelegt, mit weiß gestrichenem Holz
und weiß gestrichenen Mauern, sehr hell, sehr freundlich und fühlte sich einfach wohl. Überall stand so ein bisschen Kram rum, eine alte Walze habe ich fotografiert, der so ein bisschen verfallen war und das passte einfach alles so richtig schön mit ins Bild. Genau, Tomaten. Ich glaube, das ist eine Avocado, die ich dafür will. Ich weiß gar nicht genau, was das für eine Frucht ist. Blüten, Blüten, Blüten. Und eine Biene, die gerade abfliegt. Habe ich gerade fotografiert bei TZ8-1207. Ja, und es gab wahnsinnig viele Bilder mit Insekten drauf. Farben noch und nöcher. Ich habe natürlich alles in Farbe fotografiert. Und es war einfach wunderschön. Ich habe auch ein bisschen wieder Moose und Flechten versucht zu fotografieren. Finde ich wahnsinnig schwer, die irgendwie gut ins Licht zu rücken. Aber ich mag sie einfach sehr gern anschauen. Scrollt euch durch diese Bilder. Also es gab ein Head Gardener's Office. Total gut, allein wegen des Titels Head Gardener, also Chefgärtner. Das wäre so ein Jobtitel, den ich auch nochmal ganz gerne hätte. Genau, ich mit meinem Bad Religion T-Shirt. Das O von Bad Religion, da ist so ein kleiner Aufkleber drauf. Das war der Eintrittsnachweis sozusagen, dass ich da auch drin war. Auf dem Bild TZF 0950, also von der ZF gemacht. Sicherlich meine Tochter gerade in der Hand gehabt, die hat mich fotografiert, wie ich gerade vor einem Blatt stehe. Und ich weiß gar nicht, was das für eine Pflanze ist. Sieht so ein bisschen aus wie Riesen Rhabarber oder so. Und dieses Blatt hat einfach mal einen Durchmesser von fast 2 Meter. Also ich stehe davor, ich bin fast 2 Meter groß. Und so viel kleiner als ich ist das Blatt nicht. Wahnsinn. Riesenblatt. Genau. Die Botaniker unter euch werden wissen, wie die Pflanzen alle heißen. Sind wahrscheinlich viele Dahlien dabei, viele, keine Ahnung, wie die alle heißen. Weiß ich nicht. So, und dann haben wir ein Päuschen gemacht. Und erstmal was gegessen. Ich glaube, ich hatte so einen Bowl oder Salat oder so. Mit lauter halt dort gewachsenen Salaten und Zutaten. Und das war sehr, sehr lecker. Also die Kulinarik, wie heißt es? Gastronomie, meine ich eigentlich. Dort ist auch wirklich empfehlenswert. Toller Kaffee und leckere Limo hatten wir und eben auch guten Salat. Ja, ich glaube, Suppe hätte es auch noch gegeben, aber irgendwie hatte ich gar nicht so richtig Lust auf Suppe. So, und danach haben wir es getrennt. Mareile hat so ein bisschen, hat noch ein bisschen mit reingeguckt in den Dschungel, aber ist dann wieder umgedreht, weil das dann doch riesengroß war und dann wurde es auf einmal doch anstrengend. Und Stefan und ich sind dann halt noch ein bisschen weitergegangen. Denn nach diesem kultivierten Teil und unserer Pause im Stewart's House Café sind Steff und ich dann in den Dschungel gegangen. Nee, Mareile war sogar anfangs noch mit dabei, weil der Dschungel ist durchaus auch kultiviert, aber nicht ganz so ordentlich wie der erste Teil, durch den wir gegangen sind, sondern eher so ein bisschen wild. So, auf den Fotos sieht man das gar nicht so sehr. Da habe ich zwar irgendwie so eine Palme fotografiert, die irgendwie in so einem Busch steht. Aber es ist deutlich enger bewachsen mit hohen Bäumen und auch deutlich wilder bewachsen. Nicht weniger Blüten, aber halt ein bisschen enger. Und dann gibt es halt so eine burmesische, sag ich jetzt einfach mal, was ist das für eine Brücke? Ich muss ja nochmal auf den, burmesische Hängebrücke steht da. Nur in eine Richtung möglich. Also muss man den richtigen Eingang finden. Und dann kann man über so eine Hängebrücke gehen, die geht nur über so ein kleines Tal. Also es ist gar nicht wichtig, darüber zu gehen. Aber es ist halt eine schöne Installation. Man hat dann Blick auf diese Riesen Rhubarb. Was heißt nochmal? Ich habe es doch eben gerade gesagt, Rhabarber. Ich glaube nicht, dass es Rhabarber sind, aber es sind halt so Riesenblätter und Riesenfarne. Und da geht man halt über diese Hängebrücke. Genau, Foto von der Hängebrücke habe ich. DZF 0972 mit der Nikon ZF gemacht. Ich glaube, das ist Mareiles Foto, genau. Die Fotos von mir von der Hängebrücke sehen natürlich anders aus, weil ich nicht 40 mm, sondern 105 drauf hatte. Und
Da habe ich dann eher so Porträts von der Familie auf der Hängebrücke gemacht. Die sind natürlich nicht mit im öffentlichen Fotoalbum. Ja, nee, nach der Hängebrücke hat Marat sich irgendwann abgekapselt, ist nochmal hochgegangen ins Café, in den Shop und da noch ein bisschen geguckt und Steffen und ich sind halt noch weitergegangen. Da gab es noch einen Köhler-Hüttenbereich und es gab noch irgendwie, ja, echt abgefahrene Wildnis so ein bisschen, wobei das natürlich keine echte Wildnis war. Man sah auch mitten in der Wildnis, sah man Gärtner rumlaufen, die dann irgendwie sich darum gekümmert haben, dass dort eben dann die richtigen Sachen wachsen und blühen und so. Also insgesamt sehr gepflegt, sehr schön angelegt und trotzdem erlebnisreich. Teilweise steil, also auch eine hügelige Anlage. Also ist, wie gesagt, sehr, sehr groß. Ich weiß gar nicht, wie viele Hektar das sind. Steht ja bestimmt hier in diesem Begleitbuch. Wir haben auch das Buch gekauft. Mache ich immer total gerne. Steht da irgendwas, wie groß? Das ist bestimmt... aber bestimmt in einer Maßzahl, die ich wieder nicht kenne, muss ich wieder verweisen auf die Episode, wo ich über Längenmaße gesprochen habe. Das gleiche gibt es natürlich auch für Flächenmaße. Sollte ich vielleicht auch nochmal machen. Wieso steht denn hier nicht, wie groß der ganze Park ist? Finde ich gerade nicht. Sowas. Naja, er ist groß und man sollte einen ganzen Tag einplanen. Also wir haben einen Tag eingeplant, weil wir eigentlich wenig machen wollten an dem Tag. Wir haben dann am Ende doch sehr viel gemacht an dem Tag, weil wir einfach nicht damit gerechnet hatten, dass man da locker einen Tag verbringen kann. Aber man kann locker 2-3 Tage dort verbringen, ohne sich zu langweilen, glaube ich. Es ist wirklich eine ganz tolle Gartenanlage. Es gibt auch ein bisschen Tiere. Ich habe da irgendwie so ein komisches Schwein auf einer Wiese entdeckt. Das hat dann sogar richtig für mich posiert. Also es ist nur ein Foto davon im Fotoalbum gelandet, aber das kam halt auf mich zu und stellte sich immer hübscher hin, damit ich es ja auch ja gut fotografieren kann. Ein wunderschönes Schweinchen. Ja, kein Wildschwein, aber auch keine hochgezüchtete Kultursau. Keine Ahnung, was das für eine Rasse ist. Kenne ich mich nicht mit aus. Genau, und ganz am Ende gab es dann noch wieder ein bisschen Skulpturen. Wie gesagt, davon hatten sie einige. Das erste Bild habe ich mit dem iPhone gemacht, also Image 4738 DNG. Das ist die, also der erste am Anfang war übrigens, wo steht's denn? Die haben auch alle so hübsche Namen. Mud Giant, wie ist der Giant? G11. Nee, The Raven. Wo steht's denn? Wie die heißen? Giant's Head, W1. Das war der erste. Giant's Adventure Trail ist eher was für Kinder. Das ist keine solche Skulptur. W4 war dann das, was ich jetzt hier gerade... Das ist so eine Drahtskulptur von einer Frau, die ist einfach nur aus Draht quasi geformt und dann wächst da halt so Efeu und so rein. Die heißt, W4 ist nicht ausgeschrieben, doch, Grey Lady heißt die. Genau, The Grey Lady, weil es halt grauer Stahldraht ist, aus dem das da zusammengedreht ist, sehr groß und sehr schwierig zu fotografieren, wenn gerade der Hintergrund komplett grün ist und dass die Lady auch so ein bisschen grün, aber nicht doll. Aber man sieht das, wenn man weiß, dass da eine Lady ist, dann erkennt ihr es wahrscheinlich. In Natura sah es so ein bisschen schöner aus, weil wenn man sich bewegt und dann durch die Verschiebung der Perspektive sieht man das ganz gut. Ich habe 3 Fotos von der, 4 sogar. Wenn man ein bisschen näher rangeht, erkennt man es. Bisschen besser. Genau, nach der Grey Lady kommt dann Mud Maid, also die Matschfrau. Die liegt da. So, das ist eigentlich auch nur so ein Stein, wo man irgendwie ein bisschen Efeu als Kleid und ein bisschen Gras als Haare dann gepflanzt hat. Aber so wie sie da liegt, sieht es halt wirklich aus wie eine Frau, die dort liegt und schläft. Und das Gesicht ist halt ein Stein, wo eine Nase dran ist, und ein Mund und ein Auge und Moos. Bewachsen ist sie auch, die Mud Lady. Ja.
Direkt nach der Mud Lady sind wir dann wieder oben im kultivierten Bereich. Das ist ein Baum, der heißt irgendwie Hexenbesen. Die nächsten beiden Bilder. Ich weiß gar nicht, warum der so heißt, aber ich fand die Struktur von den Nadeln, also das Nadelbaum, total abgefahren. Also es sieht richtig witzig aus, was sie da gemacht haben. Der ist leider oben abgeschnitten, der Baum. Weiß ich nicht, warum das so ist. Aber hat halt diesen tollen Nadelbusch in irgendwie 15 Meter Höhe. Ja, genau. Und dann habe ich noch mal wieder ein paar Bilder aus dem Küchengarten. Da waren wir dann noch mal drin mit einer lustigen Vogelscheuche, mit einer kleinen Springbrunnen-Geschichte. Und ja, dann waren wir schon im Shop. Ich habe ein Bild aus dem Shop. Nee, ich habe mehrere Bilder aus dem Shop. Einmal die Schweinchen, die fand ich ganz gut. Und dann so ein Bär Multitool. Das ist so ein Item, wo ich einfach nur das Foto gemacht habe, um zu erzählen zu können, wie stolz ich bin, dass ich das nicht gekauft habe, weil das ist so ein typisches Ding, was ich in so einem Souvenirshop kaufen würde. Das ist einfach ein ganz flaches Metallteil, ist geformt wie ein Bär. Und die Nase vom Bär geht halt als Schlitzschraubendreher und ganz hinten am Hinterlauf ist so ein Kreuz eingebaut, sodass man einen Kreuzschraubendreher hat. Und der Rest ist auch benutzbar für verschiedene Dinge, zum Bierflaschen öffnen, zum weiß ich nicht, irgendwas aufschneiden und so. Und eigentlich ein sehr, sehr cooles Tool. So 15 in 1 Multitool steht da noch. Stainless Steel. Genau, man kann, es geht eben auch um so Muttern zu lösen und so. Also Schlüsselschrauben. Und ich habe es nicht gekauft. Und ich war sehr stolz, dass ich das nicht gekauft habe, weil ich dann gedacht habe, so ja, es ist ein sehr, sehr schönes Tool und wäre eine schöne Erinnerung, aber ich würde es vermutlich einfach nicht benutzen. Es ist dann doch nichts, was ich an meinen Schlüsselbund ran machen würde oder so oder immer dabei hätte. Und ich habe halt zu Hause einfach Werkzeug. Warum sollte ich das in meine Werkzeugkiste legen? Also wenn man kein Werkzeug hat, kann man das vielleicht kaufen, aber ich brauche es nicht. Und da war ich ganz erleichtert, dass ich nicht meinem Konsumimpuls gefolgt bin. Ja, alte rote Telefonzelle, Lost Garden of Heligan, sehr, sehr toll. Also absolute Reiseempfehlung, man kann da sehr viel Zeit verbringen und ich habe mich da einfach mega wohl gefühlt. Es war zwar anstrengend, weil wir sehr, sehr viele Schritte gemacht haben, also auch an dem Tag war ich irgendwie dann über 12.000 Schritte oder so am Ende des Tages, obwohl wir einen ruhigen machen wollten. Aber es war halt alles so entspannt und es hat einfach wirklich gut getan. Gerade nach diesem London-Aufenthalt, der halt sehr laut und sehr voll und sehr wuselig war, war es da einfach Entspannung pur. Genau, abends sind wir runtergegangen nach New Quay. Auch das wird anders ausgesprochen, als ich dachte. New Quay, vielen Dank nochmal. Ein Anglistikprofessor aus den USA, der aber Deutscher ist, hat mich angeschrieben und mir da Hilfen gegeben. Vielen Dank. So, in New Quay gibt es die Lost Brewery. Und das passt ja ganz gut zu Lost Gardens of Heligan. Waren wir dann abends im Lost Brewery Schankraum mit ganz vielen verschiedenen Bieren, auch aus anderen Brauereien, die sie dann da hatten und haben uns das gut gehen lassen. Haben dann da auch noch mal Fotos gemacht von dieser kleinen Brücke in New Quay, wo die halt rüberführt auf diesen freistehenden Felsen im Meer, wo ein Haus drauf ist. Könnt ihr auch noch mal gucken. Oder ist das meine Joggingtour? Das ist meine Joggingtour schon, genau. Das war dann schon am nächsten Morgen. Entschuldigung. Nee, genau, das von dem Montag ist dieses Lost Brewery, das letzte Foto. Hat mir sehr gut gefallen. Also tolle Biere übrigens. Kann man gut trinken. Genau, nächster Tag, Dienstag. Kapitelmarke, Dienstag. Genau, da bin ich joggen gegangen. Und aus Versehen relativ weit. Ich weiß gar nicht genau warum. Ich hatte gute Laune. Ich wollte irgendwie joggen und bin dann durch New Quay durchgelaufen. Und ich wollte zu diesem kleinen Häuschen mal rübergucken, wie das da so aussieht. Und dann bin ich halt an dieser kleinen Brücke vorbeigekommen, wollte die Brücke nochmal aus einer Perspektive fotografieren. Und ihr seht ja schon, rechts quasi von der Brücke, führt so eine Treppe runter. Und ich wollte gucken, ist das frei zugänglich? Ja. Wollte dann ein Foto von der Treppe machen. Habe ich dann auch gemacht. Auf einmal war ich dann aber unten am Strand sozusagen und konnte dann quasi auch unten direkt vom Wasser aus diese Brücke fotografieren.
Alles mit meinem iPhone, weil ich natürlich beim Joggen keine große Kamera mitschleppe, sondern habe ich nur mein Telefon. Und habe dann da diese schönen Fotos machen können. Leider musste ich die Wellen abpassen, um dann über diesen Strand rüber zu kommen. Und habe das natürlich nicht ganz geschafft. Und wäre beinahe noch gestürzt, als ich dann, die Welle hat mich erwischt und ich bin dann mit nassen Schuhen quasi auf den Stein gehüpft, weil ich die Welle natürlich eigentlich nicht erwischen wollte, aber es ist halt doch passiert. Ich hatte dann sehr nasse Füße und dreckige Füße und wäre dann beinahe noch mit den nassen Füßen auf den Steinen ausgerutscht, um mich dann rüber zu retten, weil ich hatte keine Lust, die Treppe wieder hoch, sondern ich wollte einfach auf der anderen Seite hoch, genau. Hab's dann aber bis zu diesem Dingens geschafft, was ich in der letzten Episode schon erzählt hatte, dieses kleine Häuschen da an der Spitze, und konnte das Hotel, was ich auch schon erwähnt hatte, eben auch mal aus einer anderen Perspektive fotografieren. Yuki ist doch hübsch, also klar, Kleinstadt und so, aber am Wasser ist es doch schön, und es ist halt nicht überall so Stadt am Wasser, so wie das da bei der kleinen Brücke ist, die ich da vorher fotografiert hatte, sondern es gibt eben auch Klippe mit Wiese und so ein bisschen Natur, und bunte Häuschen gibt es da auch. Also die gibt es nicht nur in St. Ives, sondern auch in Newquay. Und ja, ich muss sagen, dieser Jogginglauf hat mir sehr gut gefallen. Ich habe währenddessen übrigens Esel und Teddy gehört. Ask Me Anything Folge hatten sie da gemacht. Und das war sehr lustig. Ich weiß gar nicht mehr genau, was ich da genau am lustigsten fand in dieser Episode, aber hat mir sehr viel Spaß gemacht, da beim Joggen ein bisschen Esel und Teddy zu hören. Genau, Selfie vor. Es gibt in Newquay den Toby Way. Toby, also so wie ich mich schreibe, gibt es da den Toby Way. Da musste ich natürlich ein Selfie machen. Ich bin dort joggen gewesen mit meinem St. Pauli-Trikot, wo MIG FM draufsteht. Und ja, guter Punkt für ein Selfie. So, und danach waren wir zurück, und Mareile hatte den großen Wunsch, einmal ins Wasser zu gehen und vielleicht sogar irgendwie surfen oder so. Und das haben wir dann an dem Dienstag gemacht, auf dem Weg nach Tintagel. Da wollten wir eigentlich hin, aber auf dem Weg dahin sind wir am Polthius Beach vorbeigekommen. Das ist das nächste Foto. Das ist ein Strand, wo es im Wesentlichen ums Surfen und Beachboarden ging, da also eine große Surfschule. Und da haben wir dann Halt gemacht auf dem Weg nach Tintagel. Und Mareile konnte ein bisschen mit dem Bodyboard durch die, also da konnte man Bodyboard und auch so einen Anzug, Neoprenanzug irgendwie ausleihen. Und dann konnte sie da irgendwie rumsurfen. Ein gutes Stündchen war sie im Wasser. Und das war schön da. Also es war zwar frisch, aber sehr sonnig, und da war echt ordentlich was los. Alle natürlich dann mit Neoprenanzug im Wasser. Aber hat Spaß gemacht. Genau. So, und danach sind wir dann weitergefahren nach Tintagel. Warum waren wir in Tintagel? Da gibt es eine alte Burg, Tintagel Castle. Übrigens auch die Aussprache von Tintagel habe ich mit dem Anglistikprofessor abgesprochen. Da gibt es sogar YouTube-Videos, die nur Tintagel sagen, damit man weiß, wie man es ausspricht. Hätte ich sonst nicht gewusst. Ich hätte wahrscheinlich Tintagel gesagt, also Betonung auf der ersten Silbe. Und jetzt, wo ich die E-Mail nochmal aufmache von dem Lars, der dieser Professor ist, habe ich es doch wieder falsch gemacht. Das ist nicht Tintagel, sondern Tintagel, weil das A so ein flaches, kurzes ist, wie in Matt oder Cap. Tintagel. So, Betonung auf der zweiten Silbe. Ich hatte die erste Silbe betont. Ich weiß gar nicht, warum. Tintagel. Weiß ich nicht. Ist vielleicht auch gar nicht so schlimm, wenn man es falsch ausspricht, oder? Müsst ihr sagen, ob ihr es schlimm findet oder nicht. Ich finde es eigentlich nicht schlimm, wenn man fremde Ortsbezeichnungen, Namen nicht richtig ausspricht. Wenn man dann natürlich weiß, wie es geht, sollte man es natürlich richtig machen. Vor allem bei Personennamen, bei Ortsnamen hat es auch was mit Respekt zu tun, eigentlich sich darum zu kümmern, wie wird es eigentlich ausgesprochen. Aber wenn man es nicht kann und wenig Chancen hat, es rauszufinden, ist echt eine gute Idee, auf YouTube nach Aussprache und dann Ortsname zu suchen, um rauszufinden, wie es geht. Vielleicht sollte ich das häufiger tun. Ja. Genau, Tintagel, da gibt es eine Burg,
auf der angeblich König Artus gelebt haben soll mit seiner Tafelrunde. König Artus ist natürlich eine Sage, ein Mythos, wo man nicht weiß, ob es einen realen Hintergrund gibt oder nicht. Definitiv, wenn er gelebt hat, hat er aber nicht auf Tintagel gelebt, sondern weil die Burg erst nach seiner angeblichen Lebenszeit gebaut worden ist. Mittlerweile ist sie aber deutlich kaputt. Also wenn ihr euch die Fotos anguckt, dann seht ihr erstmal ein Hotel auf der anderen Seite und so eine sehr, also es lohnt sich ab und zu dorthin zu, absolut dorthin zu fahren, weil die Gegend einfach total schön ist. Also die Küste dort, die Klippen sind sehr, sehr schön. Und dann muss man über eine sehr hohe Brücke, so eine Fußgängerbrücke, rübergehen auf einen Felsvorsprung sozusagen. Kann auch nach unten gehen und dort an den Strand gehen. Da gibt es auch nochmal was zu gucken. Da waren wir da aber nicht. Eine Merlin-Skulptur in den Fels gehauen oder so. Dann habe ich nicht gesehen. Aber wenn man über die Brücke rübergeht, dann sieht man halt so eine Burgruine. Und da ist halt wirklich nicht mehr so viel von über. Also im Wesentlichen Mauern, Reste von Mauern. Man kann so Grundrisse erkennen. Und man hat natürlich eine Idee davon, welcher Grundriss denn nun was war. Hier ist ein Kräutergarten, hier ist das und das und so. Aber darum geht es da eigentlich gar nicht. Also es geht nicht darum, irgendwie ein Gefühl dafür zu bekommen, wie es da wohl auf der Burg war, sondern ich glaube, man geht dorthin im Wesentlichen wegen einer anderen Skulptur. Diese Skulptur heißt Gallos. Gallos ist das kornische Wort für Macht. Und natürlich wird diese Skulptur die König Artus, König, ja, Arthur, auf Englisch King Arthur, auf Deutsch, glaube ich, Artus, wird halt so genannt, weil es stellt einen König dar, ein Typ mit einem großen Schwert und auf seinem Kopf ist eine Krone. Der Typ selbst ist aber gar nicht da, sondern nur seine Klamotten, also ein bisschen Rest von seinem Umhang und so ein bisschen Hose. So. Und das ist natürlich irgendwie, sieht wirklich ganz toll aus und steht halt auf so einer hohen Klippe auf dieser Burgruine, und das ist absolut ein Grund, da hinzufahren, sich diese Skulptur anzugucken. Leider ist es bei dieser Skulptur natürlich sehr voll. Also ich habe durchaus ein paar Fotos, wo wirklich nur diese Skulptur drauf ist. Eins davon habe ich vielleicht auch so ein bisschen überbearbeitet. Also TZ8 1380 ist Gallos oder Gallos oder auch, was weiß ich, das ist ja Kornisch. Kornisch ist eine gälische Sprache, ist also verwandt mit irgendwie Irisch und anderen gälischen Sprachen. Und keine Ahnung, wie man das ausspricht. Das habe ich jetzt nicht gegoogelt. So, nennen wir ihn einfach Artus. Steht da rum. Sein Schwertgriff ist natürlich blank poliert, weil wahrscheinlich sehr viele Fotos machen, wo sie diesen Schwertgriff in die Hand gehen. Sogar zwei Fotos, wo er drauf ist, ohne irgendwelche Touristen drumherum. Das habe ich ja sehr gut gemacht. Vielleicht habe ich bei einem davon, habe ich ein bisschen Remove gemacht, weiß ich gar nicht. Ja. So, aber auch ohne diese Skulptur alleine zu fotografieren oder ein Selfie mitzumachen, ist es absolut sehenswert, dorthin zu fahren, weil es einfach ja klasse ist, da Zeit zu verbringen auf dieser hohen Klippe, die Natur zu genießen, den Wind zu genießen. Und das ist schon irgendwie eine Sehenswürdigkeit, diese Figur. Aber nicht der alleinige Grund, dorthin zu fahren. Ja, hat uns Freude bereitet, dort zu sein. Es gibt natürlich in Tintagel, ne? Matt, ja. Tintagel gibt es ein paar nette Läden, unter anderem ein Spielzeugmuseum. Also sieht aus wie ein Laden, aber es ist eben auch ein Spielzeugmuseum da drin. Und da habe ich ein paar Fotos von Autos gemacht und dann eben. Was ist das noch? Ach so, eine alte Post. Ja. Kann man machen. Genau. So, und das war's dann von Cornwall. Wir sind an dem Folgetag, also an dem Mittwoch, sind wir dann nach Oxford gefahren. Auf der Fahrt dorthin sind wir an Okehampton vorbeigefahren, was ich lustig fand, weil Oke Göttlich ist ja der Präsident vom FC St. Pauli.
Und wir waren ja auch schon in Brighton, wo Fabian Hölzeler hingefahren ist. Also statt Hölzeler sind wir zu Oke gefahren. Ja, egal. Nein, wir sind nicht nach Okehampton gefahren, sondern wir sind da nur dran vorbeigefahren und sind nochmal nach Stonehenge gefahren, denn das hatten wir auf dem Weg nach Cornwall nicht geschafft. Und auf dem Weg von Cornwall nach Oxford war es kein großer Umweg, dann doch nochmal da vorbeizufahren und haben uns dann diesen Steinkreis angeguckt, der bewohnt wird von Staren. Es war ein Tag, an dem gerade ein Videodreh stattgefunden hat. Bei Stonehenge gab es irgendwie den Wettbewerb der Naturmalerei oder so. Ich weiß nicht genau. Da waren halt so drei Podeste mit Bühnen aufgebaut, wo Künstler drauf standen. Mit so einem Dach drüber, weil es natürlich auch regengeschützt sein musste. Aber die standen quasi im Freien mit Blick auf Stonehenge und haben halt ein Kunstwerk angefertigt von genau diesem Stonehenge. War ganz lustig, so große Fernsehkameras aufgebaut und keine Ahnung, BBC 5 wahrscheinlich irgendwie. Man musste bestätigen, dass man einverstanden ist, mit im Video zu sein, wenn man sich dort aufhält. Nichts Schlimmes. Stonehenge ist auch ein Besuch wert, aber nicht so aufregend, wie man sich das vorstellt. Also tatsächlich die Ausstellung drin ist noch mal ganz gut, weil man da sich angucken kann, wie Stonehenge eigentlich ursprünglich aussah. Also Rekonstruktion in Bronze gibt's da. Habe ich auch ein Foto von gemacht und reingestellt. Mit Bluestones und Saracen Circle und sowas. Da kriegt man irgendwie ein bisschen Eindruck davon, wie das wohl ursprünglich ausgesehen hat und was das für eine beeindruckende Kulturstätte gewesen ist. Heute sind da halt natürlich diese Stelen mit den querliegenden Dingern drauf. Ihr kennt das alle, ihr wisst alle, wie das aussieht. Und man darf halt nicht nah ran, sondern man muss in gehörigen Abstand drumherum gehen. Es ist okay. Wie gesagt, das Besuchszentrum fand ich interessanter als die Steine selbst. Aber ja, da sind halt Steine. Und während man dort rumgeht, so ein bisschen vorstellt, wie die Leute damit irgendwie versucht haben, rauszufinden, ist jetzt eigentlich gerade Sommersonnenwende, Wintersonnenwende oder Frühlingstag-Nachtgleiche. Ich ehrlich gesagt weiß ich es gerade gar nicht mal genau, was sie damit messen konnten. Dann ist das schon ganz cool. Ja, kann man hinfahren, muss man aber nicht. Tintagel fand ich spannender und was die ganze Ecke angeht, Lost Garden of Hennigan, absolutes Highlight. Da wollt ihr hin, wenn ihr in der Nähe seid und Bock habt auf Pflanzen und Ruhe und Entspannung und hübsche Flora. Tja, so viel zu Cornwall. Und mit Oxford geht's dann in der übernächsten Episode weiter, denn in der nächsten Episode möchte ich was zum Thema Bier sagen. Vielleicht mache ich auch beides. Ich weiß gar nicht, wie viel ich zum Thema Bier sagen will. Genau. Ja, dann hole ich jetzt mal mein Buch. Rainer Maria Rilke, Die Stille. Wir sind bei Position 20, 89, 30% in der Gesamtausgabe. Hörst du, Geliebte, ich hebe die Hände, hörst du, es rauscht. Welche Gebärde der Einsamen fände sich nicht von vielen Dingen belauscht. Du, hörst du, Geliebte, ich schließe die Lider und auch das ist Geräusch bis zu dir. Hörst du, Geliebte, ich hebe sie wieder, aber warum bist du nicht hier? Der Abdruck meiner kleinsten Bewegung bleibt in der seidenen Stille sichtbar, unvernichtbar drückt die geringste Erregung in den gespannten Vorhang der Ferne sich ein. Auf meinen Atemzügen heben und senken die Sterne sich. Zu meinen Lippen kommen die Düfte zur Tränke und ich erkenne die Handgelenke entfernter Engel. Nur die ich denke, dich sehe ich nicht. Tränke auf Handgelenke reimen. Das hätte auch mir einfallen können. Ich ist nicht so beeindruckt von. Egal. Ich bin offensichtlich nicht Rilke und ich habe noch nie Lyrik geschrieben. Deswegen sollte ich mich hier lieber zurückhalten mit Kritik. Wir kommen zu Johann Wolfgang von Goethe. Wir sind auf der italienischen Reise.
Position 1437, 17% im Buch in Bologna am 18. Oktober nachts. Und ist das nicht schön, weil 18. Oktober ist ja zufällig das Datum, für das ich am Anfang der Episode Werbung gemacht habe. Ich mache das jetzt nochmal, falls ihr also schon schlaft, ist hier die subliminale Botschaft, wenn ihr jetzt aufwacht, bestellt ihr euch ein Ticket. Selbst wenn ihr nicht kommt, wollt ihr mich unter... Nein, wenn ihr... Natürlich nur, wenn ihr kommt, wollt ihr aber dabei sein, wenn ich mein großes Konzert habe. Ich werde sehr aufgeregt sein, aber weil es rappelvoll wird, bin ich dann doch ganz glücklich und entspannt. Am 18. Oktober. Das ist jetzt allerdings nicht das Jahr 2024, sondern in Bologna zu Lebzeiten von Goethe. Augen zu und zugehört. Heute früh, vor Tage, fuhr ich von Cento weg und gelangte bald genug hierher. Ein flinker und wohlunterrichteter Lohnbediente, sobald er vernahm, dass ich nicht lange zu verweilen gedachte, jagte mich durch alle Straßen, durch so viele Paläste und Kirchen, dass ich kaum in meinem Volkmann anzeichnen konnte, wo ich gewesen war, und wer weiß, ob ich mich künftig bei diesen Merkzeichen aller der Sachen erinnere. Nun gedenke ich aber ein paar lichter Punkte, an denen ich wahrhafte Beruhigung gefühlt. Zuerst also die Cecilia von Raphael. Es ist, was ich zum Voraus wusste, nun aber mit Augen sah, er hat eben immer gemacht, was andere zu machen wünschten, und ich möchte jetzt nichts darüber sagen, als dass es von ihm ist. Fünf Heilige nebeneinander, die uns alle nichts angehen, deren Existenz aber so vollkommen dasteht, dass man dem Bilde eine Dauer für die Ewigkeit wünscht, wenn man gleich zufrieden ist, selbst aufgelöst zu werden. Um ihn aber recht zu erkennen, ihn recht zu schätzen und ihn wieder auch nicht ganz als einen Gott zu preisen, der wie Melchisedek, keine Ahnung, ohne Vater und ohne Mutter erschienen wäre, muss man seine Vorgänger, seine Meister ansehen. Diese haben auf dem festen Boden der Wahrheit Grund gefasst. Sie haben die breiten Fundamente emsig, ja ängstlich gelegt und miteinander wetteifernd die Pyramide stufenweis in die Höhe gebaut. Bis er zuletzt von allen diesen Vorteilen unterstützt, von dem himmlischen Genius erleuchtet, den letzten Stein des Gipfels aufsetzte, über und neben dem kein anderer stehen kann. Das historische Interesse wird besonders rege, wenn man die Werke der Elternmeister betrachtet. Francesco Francia ist ein gar respektabler Künstler, Peter von Perugia ein so braver Mann, dass man sagen möchte, eine ehrliche deutsche Haut. Hätte doch das Glück Albrecht Dürern tiefer nach Italien geführt. In München habe ich ein paar Stücke von ihm gesehen, von unglaublicher Großheit. Der arme Mann, wie er sich in Venedig verrechnet und mit den Pfaffen einen Akkord macht, bei dem er Wochen und Monate verliert. Wie er auf seiner niederländischen Reise gegen seine herrlichen Kunstwerke, womit er sein Glück zu machen hoffte, Papageien eintauscht und, um das Trinkgeld zu sparen, die Domestiken porträtiert, die ihm einen Teller Früchte bringen. Mir ist so ein armer Narr von Künstler unendlich rührend, weil es im Grunde auch mein Schicksal ist, nur dass ich mir ein klein wenig besser zu helfen weiß. Gegen Abend rettete ich mich endlich aus dieser alten, ehrwürdigen Gelehrtenstadt, aus der Volksmenge, die in den gewölbten Lauben, welche man fast durch alle Straßen verbreitet sieht, geschützt vor Sonne und Witterung hin und her wandeln, gaffen, kaufen und ihre Geschäfte treiben kann. Ich bestieg den Turm und ergötzte mich an der freien Luft. Die Aussicht ist herrlich. Im Norden sieht man die paduanischen Berge, sodann die Schweizer, Tiroler, Friauler, Alpen. Genug die ganze nördliche Kette, diesmal im Nebel. Gegen Westen ein unbegrenzter Horizont, aus dem nur die Türme von Modena herausragen. Gegen Osten eine gleiche Ebene bis ans Adriatische Meer, welches man bei Sonnenaufgang gewahr wird. Gegen Süden die Vorhügel der Apenninen bis an ihre Gipfel bepflanzt, bewachsen mit Kirchen, Palästen, Gartenhäusern besetzt, wie die vizentinischen Hügel. Es war ein ganz reiner Himmel, kein Wölkchen, nur am Horizont eine Art Höherauch. Der Türmer
versicherte, dass nunmehro seit 6 Jahren dieser Nebel nicht aus der Ferne komme. Sonst habe er durch das Seerohr die Berge von Vicenza mit ihren Häusern und Kapellen gar wohl entdecken können. Jetzt bei den hellsten Tagen nur selten. Und dieser Nebel legt sich denn vorzüglich an die nördliche Kette und macht unser liebes Vaterland zum wahren Cimmerien. Der Mann ließ mich auch die gesunde Lage und Luft der Stadt daran bemerken, dass ihre Dächer wie neu aussähen und kein Ziegel durch Feuchtigkeit und Moos angegriffen sei. Man muss gestehen, die Dächer sind alle rein und schön, aber die Güte der Ziegel mag auch etwas dazu beitragen, wenigstens in alten Zeiten hat man solche in diesen Gegenden kostbar gebrannt. Der hängende Turm ist ein abscheulicher Anblick und doch höchstwahrscheinlich, dass er mit Fleiß so gebaut worden. Ich erkläre mir diese Torheit folgendermaßen. In den Zeiten der städtischen Unruhen ward jedes große Gebäude zur Festung, aus der jede mächtige Familie einen Turm erhob. Nach und nach wurde dies zu einer Lust- und Ehrensache. Jeder wollte auch mit einem Turm prangen. Und als zuletzt die geraden Türme gar zu alltäglich waren, so baut man einen schiefen. Auch haben Architekt und Besitzer ihren Zweck erreicht. Man sieht an den vielen geraden, schlanken Türmen hin und sucht den krummen. Ich war nachher oben auf demselben. Die Backsteinschichten liegen horizontal. Mit guten, bindendem Kitt und eisernen Ankern kann man schon tolles Zeug machen. Ja. Bis dahin. Ich hoffe, ihr habt den Reisebericht genossen. Ich hoffe, ihr habt euch schon eine Karte für den 18. Oktober gekauft oder für euch für den 19. Oktober angemeldet. Und ich hoffe, ihr konntet was mit dem Haltungsblock anfangen. Ich hab euch alle lieb. Ihr hört mich wieder kurz vor dieser Geburtstagssause. Und dann ist auch gut mit Werbung. Schlaft gut. Bis bald.